Heute nochmal eine kleine Yin-Yoga-Sequenz für den Abend. Du benötigst ein Bolster oder ein Kissen, gerne auch eine gefaltete Decke oder ein dickes Handtuch. Wir beginnen mit dem kleinen Energiekreis zur Dehnung unserer ganzen Körperrückseite. Dazu komm auf deine Matte in den Stand. Deine Füße hüftbreit, gut geerdet. Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt. Leg die rechte Hand auf deinen Unterbauch, die linke auf deinen Brustraum und komm hier erstmal ganz bei dir an. Dann lass deine Hände wieder langsam sinken und bring mit der nächsten Einatmung deine Arme über die Seite nach oben, über deinen Kopf und dann ausatmen die Hände wie ein Wasserfall vor deinem Körper nach unten fließen lassen. Unten kurz aushängen, mach ein Fenster mit deinen Armen, greift deine Ellenbogen, roll dich Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf und ausatmen, lass die Arme über die Seite nach unten sinken. Einatmen, wieder die Arme über die Seite nach oben, ausatmen, die Arme wie ein Wasserfall nach unten fließen lassen. Bilde ein Fenster mit deinen Armen, greift die Ellenbogen und roll dich mit der Einatmung Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Ausatmen, löse deine Arme. Einatmen, wieder wie durch Wasser, heb deine Arme. Ausatmen, in die Vorbeuge abtauchen. Ellenbogen mit den Händen umfassen. Einatmen, langsam wieder nach oben rollen, Wirbel für Wirbel. Ausatmen, die Arme im großen Kreis wieder sinken. Und so verfort in deinem eigenen Atemrhythmus. Spür die Dehnung in der ganzen Körperrückseite. Die lange Rückenfaszie. Die gesamte Körperrückseite bekommt Dehnung. Wenn du das nächste Mal in die Vorbeuge kommst, dann bleib hier. Beuge deine Knie dann so weit wie möglich an, so dass es angenehm im unteren Rücken ist für dich. Lass dich einmal nach vorne richtig in die Vorbeuge sinken. Gerne kannst du so ganz leichte Wippbewegungen machen, nach oben, nach unten, wie so eine kleine Feder, nach rechts, nach links schaukeln.
Und dann mit dem nächsten Einatmen bring dein Gesäß tief und wechsel in den Vierfüßlerstand auf deiner Matte. Und von hier komm in die Bauchlage. Für die Sphinx bring die Unterarme auf die Matte, Handflächen auf der Matte abgelegt, Ellenbogen ungefähr unter den Schultern, so dass es für dich angenehm ist. Heb deinen Kopf an, dein Brustbein schiebt nach vorne. Und dann beginne ganz sanft nach rechts und links deinen Kopf zu drehen. Spür die Dehnung im Nacken. Die Augen gerne sanft geschlossen, entspannt. Dann halte in der Mitte inne und lass den Kopf nach unten sinken, sodass du eine schöne Dehnung im Nacken spüren kannst. Auch hier lass den Kopf gern ganz sanft sich nach rechts und nach links drehen. Dein Kiefer ganz entspannt. Stimuliert unsere Bauchorgane, komprimiert den Nierenbereich, spricht Magen, Milz, Niere und Leber an. Jederzeit, wenn du heraus willst, gehe gerne auch frühzeitig heraus. Wenn du jetzt noch weitergehen willst in den Seehund, bring deine Hände gerne ein wenig weiter nach vorne und schieb dich mit dem Oberkörper nach oben, so weit, wie es dir im unteren Rücken gut tut. Nimm die Öffnung in der Körpervorderseite wahr. Vielleicht auch eine Dehnung deiner geraden Bauchmuskeln. Bauchraum fließen. Und dann langsam mit der Ausatmung komm wieder nach unten in die Bauchlage zurück, bilde mit den Händen ein Kissen. Leg die Stirn auf deinen Händen ab und spür nach. Gerne kannst du dein Gesäß sanft nach rechts, nach links schaukeln, wenn du dir den unteren Rücken ein wenig massieren möchtest. Dann stell dich langsam wieder auf Veränderung ein.
Bring deine Hände neben deine Schultern, drück dich nach oben und zieh gerne einmal dein Gesäß weit nach hinten, in das lange Kind, ein wenig zum Ausgleich. Und roll dich dann langsam wieder nach oben auf für den Frosch. Für den Frosch gerne auch mit einem Kissen zwischen den Beinen. Bring die Knie so weit auseinander, wie es dir angenehm ist, sodass du eine schöne Dehnung in den Innenseiten deiner Oberschenkeln wahrnehmen kannst. Positioniere dein Kissen so, dass es für dich angenehm ist. Vielleicht noch mit deinem Kopf darauf abgelegt, die rechte Wange darauf abgelegt. Auch hier komm wieder in die Ruhe. Dein Gesicht, die Augen ganz entspannt, der Kiefer gelöst, lass den Atem ganz tief in deinen Bauchraum fließen. Frosch dehnt intensiv die Adduktoren an den Beininnenseiten, öffnet den ganzen Beckenraum und hat einen harmonisierenden Effekt auf den Unterleib. Die Meridiane, Leber, Nieren, Milz und Blase an den Innenseiten deiner Beine werden angesprochen. Gern kannst du den Kopf auch mal zur anderen Seite drehen. Und dann wieder ganz loslassen. Einfach nur die Stellung genießen. Dann stell dich langsam wieder auf Beenden ein. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne noch ohne das Kissen einen Moment im Frosch verweilen. Die Hände dann weit nach vorne gestreckt. Vielleicht auch die Knie noch ein wenig weiter öffnen. Lass dich vom Brustbein her nochmal tief zum Boden hinsinken. Und dann lass dich ganz langsam nach vorne ausgleiten. Komm nochmal in die Bauchentspannungslage zum Nachspüren.
gerne wieder mit den Händen ein Kissen bilden, Stirn oder Seite drauf ablegen. Vielleicht möchtest du auch die Arme seitlich einfach nur vom Körper abspreizen. Wähl die Variante zum Nachspüren, die für dich stimmig ist. Schmetterling genannt. Bring die Hände langsam neben deine Schultern und drück dich wieder nach oben in den Vierfüßlerstand zurück und komm dann langsam zum Sitzen auf deiner Unterlage. Nimm dir gleich vielleicht ein Kissen, ein Block oder ein Buch, was du zu Hause parat hast. Und dann winkel den rechten Fuß an. Bring deine Fußsohle an den linken Oberschenkel. Und vielleicht willst du erst dein linkes Knie noch beugen, dich unterpolstern. Probier einfach mal aus, was für dich passt. Kissen, Block, vielleicht auch ein Fäusteturm, vielleicht auch gar nichts, einfach nach vorne sinken lassen. Und wenn du merkst, du musst dein Knie gar nicht anwinkeln, gerne auch einfach nach vorne ausstrecken. Und dann komm hier an. Die Augen und lass los. Die Vorbeuge aktiviert Niere, Leber und den Milzmeridian. Dehnt auf einer Seite nochmal die Beininnenseiten. Körper und die Beinrückseiten. Vorbeugen stärken unser Immunsystem. Lassen uns nach innen schauen, zur Ruhe kommen. Ganz auf mich und den Atem fokussiert. Lass ich los, alles Alte, Verbrauchte, was mir nicht mehr dient. Wenn du merkst, dass du nachstellen kannst, vielleicht deine Unterpolsterung zur Seite legen kannst, dann mach dies. Dann ganz langsam bleib noch einen tiefen Atemzug drin und dann roll dich langsam Stückchen für Stückchen wieder nach oben. Komm nochmal in einen aufrechten Sitz. Bevor du dann Seite wechselst. Streck dein rechtes Bein aus und winkel dein linkes Bein
Seite vom rechten Oberschenkel. Auch hier polster dich wieder aus, unter, so wie es für dich passt. Auch hier geh wieder nach innen, werde ganz still, nur du und dein Atem. Der Vorbeuge nach oben auftauchst. Ganz langsam, immer wenn du länger in eine Asana drin warst. Und dann komm zum Nachspüren in die Rückenlage. Auch die Füße vor deinem Gesäß aufgestellt. Schau, was für deinen unteren Rücken angenehmer ist. Spür den Rebound im ganzen Körper. Als nächstes praktizieren wir das Krokodil, stelle hierfür deine Füße vor deinem Gesäß auf. Hier gerne kannst du seitlich dein Kissen nutzen, damit du nicht so weit in die Dehnung hineingehst. Zieh deine Knie an, Beine im rechten Winkel und lass beide Knie nach rechts rüberrollen. Leg die Unterschenkel gerne auf einen langen Bolster oder eine gerollten Decke ab, wenn das für dich passender ist. Den linken Arm nach außen aufgedreht. Der Kopf geht so weit mit, dass deine Halswirbelsäule angenehm ist. Vielleicht möchtest du auch ein Kissen zwischen deine Beine legen, sodass deine Hüfte
gerade ausgerichtet bleibt. Und hier vertief deinen Atem. Atme durch die Dichte der Drehung. Mit vollständigen Yoga-Atmung fülle Bauchraum, Brustraum bis unter die Schlüsselbeine. Hinatmen. Fülle Dehnung. In der linken Brustmuskulatur über die Hüfte. Organe. Und durch den tiefen Atmung und die Drehung wirkt die Asana entgiftend, nervenstärkend und stressabbauend. Eine sehr heilsame Übung im Yoga, die Rotationen. Wir halten die Wirbelsäule. Und das darumliegende fasziale Gewebe elastisch. Geh aber immer nur so weit in die Drehung, bis deinem unteren Rücken gut tut. Mit deinem Kissen zwischen den Beinen oder wie auch immer, roll zur linken Seite mit beiden Beinen, gerne auch den linken Arm auf dem oberen Bein abgelegt, so ein bisschen zum Beschweren, wenn dir das angenehm ist. Und du merkst, du möchtest den linken Arm wieder zur Seite wegstrecken. Rechten Arm so, wie die Dehnung für dich angenehm ist, gerne nochmal die Handfläche nach oben hin geöffnet oder vielleicht mal den Arm ein wenig weiter nach oben herausgeschoben. Hier vertiefe auch wieder deine. Im Krokodil wird der Gallenblasenmeridian aktiviert, seitlich im Körper verläuft, ein kleines C bis nach oben zum Augenwinkel und die Stellen zickzack über den Körper.
nochmal zum Oberkörper. Zieh beide Knie zum Körper heran und mach ein paar Kreise mit deinen Knien, gerne entgegengesetzt. Links rollt nach oben, rechts nach unten und dann öffne die Knie nach außen, sodass die Hüfte auch eine kleine schöne Massage bekommt. Streck dein rechtes, linkes Bein nach vorne aus, schieb die Ferse nochmal ganz aktiv weg. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug hier. Und dann wechsel die Seiten, hol das linke Knie ran und fass es mit den Händen. Streck das rechte Bein nochmal nach vorne hinweg, schieb die Ferse weg. Auch hier atme nochmal ganz tief. Stand genannt. Hierfür benötigst du wieder ein Bolster oder ein Kissen, gerollte Decke oder auch ein oder zwei Bücher. Heb dein Gesäß nochmal nach oben. Positioniere dein Kissen so, dass es für dich angenehm ist. Zieh ein Knie nach dem anderen zum Körper ran, streck die Beine nach oben aus. Bring die Arme in die Position, die für dich angenehm liegen. Die Füße so entspannt wie möglich. Der Nacken ist lang. Und hier werd nochmal ganz still in der sanften Umkehrhaltung. Bauchorgane, der Beckenboden, das Herz-Kreislauf-System wird entlastet, ebenso der untere Rücken. Seegras, sehr entspannend, regenerierend auf das ganze Körpersystem.
Füße nach außen sinken lassen, in eine weite Grätsche kommen. Noch einmal die Beine in den Seiten zu dehnen. Beide Knie nochmal nah zum Körper, mach nochmal ein kleines Päckchen. Und dann löse langsam, stell deine Füße vor deinem Gesäß auf. Zieh den Kissen unter deinem Gesäß heraus und entspann, solange du möchtest, in Shavasana.
vertiefe langsam wieder deinen Atem. Beginne deinen Körper wieder zu bewegen. Beginne an den ganz kleinen Gelenken, an deinen Zehen, an deinen Fingern. Lass die Bewegung größer werden. Beweg Handgelenke, Fußgelenke. Und dann mach die Bewegung, die dir gut tut. Regle dich, strecke dich. Was auch immer für dich passt. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund, bis wir uns vielleicht wiedersehen im Yoga-Raum, einzigartig in Saitama. Namaste.